die Fencheltaler benötigt man folgende Zutaten: ein halbes Glas Wasser, 50 Gramm Fenchel, 250 Gramm Zuckerrübensirup oder Honig, 100 Gramm geschrotete Weizenkleie und 200 Gramm Vollkornmehl. Der Ofen wird auf 180 Grad vorgeheizt. Zuerst wird der Fenchel mit einer Reibe zerkleinert. Danach werden Weizenkleie, Vollkornmehl, Zuckerrübensirup oder wahlweise Honig dazugegeben und in einer großen Schüssel gut miteinander vermischt. Ist der Teig zu trocken, kann man nach und nach Wasser hinzugeben, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Sobald der Fenchelkeksteig eine glatte Masse bildet, kann er geformt werden. Danach kommen die Taler für ca. 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Sind die Kekse aufgegangen und haben eine dunkelbraune Farbe angenommen, können sie aus dem Ofen geholt und zum Abkühlen auf einen Teller gelegt werden. Hier noch einmal das komplette Rezept in der Übersicht. 50 Gramm Fenchel fein reiben, 200 Gramm Vollkornmehl, 100 Gramm geschrotete Weizenkleie und 250 Gramm Zuckerrübensirup dazugeben und vermischen. Anschließend den Teig zu kleinen Talern formen, bei 180 Grad für 20 Minuten backen. Viel Spaß beim Nachbacken!